Herzlich willkommen, ich bin Daniel und heute möchte ich mal ein ganz sensibles Thema mit dir ansprechen. Wenn du Work and Travel machst oder reisen gehst und irgendwo arbeitest, was kannst du machen, tun, wie kannst du vorangehen, wenn du zum Beispiel nicht gezahlt wirst, wenn dir Stunden nicht angerechnet werden oder du sogar fristlos gekündigt wirst oder irgendwas mit deinem Arbeitsplatz nicht in Ordnung ist. Viel Spaß beim heutigen Video. Kommen wir zum Anlass, warum ich dieses Video heute mache. Heute wurde ich von meiner Arbeit fristlos gekündigt. Und warum ich trotzdem lächle, das wirst du im Laufe dieses Videos erfahren und warum ich denke, dass Motivation und Perspektiven das Wichtigste ist, was wir in unserem Leben haben können, aus Situationen heraus das zu machen, was wir machen möchten. Um ein bisschen Licht ins Dunkle zu geben, aktuell arbeite ich ja hier in Australien in einem Burgerplatz. Ich habe auf meinen Instagram-Stories oftmals gezeigt, dass ich in einem Foodtruck arbeite. Ich habe mir mehr Verantwortung angeeignet, vor allem im Februar, weil dort jemand in Urlaub war, wo ich dann quasi den kompletten Truck mitleiten, managen konnte. Da gehörte dann dazu, Finanzabrechnung, Personalleiten, Reports zu machen. Den sauber zu machen, den Stock quasi alles frisch zu halten und so weiter. Und ich habe mich wirklich regelrecht auch aufgeopfert, weil ich lernen konnte. Weil für mich selber, für meine Zukunft, jede Erfahrung, die du machst, die bringt dich nachher weiter. Egal, ob sie negativ oder positiv ist. Und der Grund, warum ich das Video heute mache, ist, weil ich das mit dir teilen möchte. Ich möchte dich dazu bringen, dass wenn du in eine Situation kommst, die schwierig ist, dass du das überdenkst. Denn immer wenn irgendeine Tür zugeht, dann öffnen sich andere Türen und du musst nur danach suchen, welche diese anderen Türen sind, die sich gerade für dich öffnen. Heute Morgen hatte ich also ein Meeting, wo ich dann am Ende des Meetings quasi fristlos gekündigt wurde. Aber warum, denkst du dir wahrscheinlich? So, Nummer 1, um die Geschichte besser zu verstehen. Die Firma, in der ich gerade arbeite, schreibt seit über 2 Jahren rote Zahlen. Die machen über 1 Million minus jedes Jahr. Es gibt dort mehrere Stores, die hier im Umfeld Melbourne haben und den Foodtruck. Was jetzt aber in den letzten Wochen passiert ist, Stunden wurden verschiftet. Aufgrund, dass die Minus machen, war der Manager dazu gezwungen in seiner Position, und ich möchte so ein bisschen auch die Sichtweise weitergeben, weil ich möchte in dem Video nicht einfach nur den Finger auf jemanden zeigen. Wenn eine Firma in so einer Situation steckt, dass sie quasi rote Zahlen hat, dann gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, wie man versuchen kann, das Schiff wieder nach oben zu bringen. Und eine der Herangehensweisen ist es, an den Zahlen zu arbeiten. Was ich damit meine ist, die Stunden zu minimieren, Effizienz hervorzurufen, mit weniger Arbeitskräften die gleiche Arbeit zu liefern, am Geld zu sparen, alles, was irgendwie kostet, zu reduzieren, genauere Stocklisten zu machen und so weiter und so fort. Du kannst dir das schon ein bisschen vorstellen. Und der Manager, der da eingesetzt wurde, der ist nämlich genau auch dafür zuständig, weil er mit diesen Zahlen, die er ändert, innerhalb kürzester Zeit nach oben hin in die Firma zeigen kann, dass was er tut, hat Resultate. Auf der anderen Seite, alles, was man kurzfristig anpackt, und das habe ich zum Beispiel in meinem Maschinenbaustudium damals auch gelernt, alles, was man kurzfristig anpackt, hat dafür einen umgekehrten Wert. Alles, was kurzfristig verändert wird, heißt nicht, dass es langfristig für die Firma gut ist. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Wenn du an deinen Arbeitskräften sparst und in einer Shift, wo du eigentlich 4 oder 5 Leute brauchst, nur noch 3 oder 2 Leute einstellst, dann können diese 2 natürlich nicht die Arbeit übernehmen, die 5 Leute machen. Ist ja logisch. Das heißt, manche Freitagabende, wo wir in dem Shop gearbeitet haben, hatten wir Wartezeiten für die Kunden auf ihr Essen von über 40 Minuten. Vor allem, wenn an der Tafel dran steht, 5 bis 7 Minuten Wartezeit und quasi ein Versprechen gemacht wird, das nicht mehr eingehalten wird. Das lässt die Kunden unzufrieden werden. Und genau das ist passiert. In den letzten Wochen passiert dann auch noch Folgendes, dass Stunden nicht nur einfach gekürzt wurden, sondern von unserem Stundenzettel einfach nicht aufgetaucht sind. Wir hatten also Wochen, wo wir nicht das Geld bekommen haben, was wir hätten bekommen sollen. Da wurde auf einmal ein kompletter Tag gestrichen. Was sie nicht gemacht haben, ist das Geld uns niemals zurückzugeben. Wir mussten es nachrechnen, denen zeigen, schriftlich hinschreiben, hey, das ist die Originalkalkulation, so und so viele Stunden habe ich gearbeitet, warum habe ich das Geld nicht bekommen? Und dann haben sie es uns im nächsten oder in der Woche drauf dann gezahlt. Das Problem ist nur bei der Sache, es gibt viele Mitarbeiter und vielleicht bist du auch so, wenn du dann nachher Work and Travel machst, dass du in einen Job reingehst und dir denkst, ach, wird schon alles passen, und du überprüfst deine Sachen nicht. Und wenn du die Sachen nicht überprüfst, dann kannst du nicht dafür kämpfen, dass du dein Geld bekommst, wo du eigentlich Anspruch hast. So, und die Frustration, die wir jetzt die letzten Wochen hatten, ich spreche in der Wir-Form, weil es nicht nur mir passiert ist, es ist meinen anderen Arbeitskollegen passiert, und es ist querbeet für alle Mitarbeiter, immer irgendwo was. Mal eine halbe Stunde da, mal dort etwas. Bei mir war es ganz krass, dass ich an einem Sonntag sogar mal 14 Stunden gearbeitet habe.
Und diese 14 Stunden, weil das natürlich auf Papier viel zu krass aussah, wurden dann von meinem Manager umgeschrieben und auf andere Tage verteilt. So, erstens hat dann der komplette Sonntag gefehlt und die umgeschriebenen Zeiten haben nicht mehr 14 Stunden entsprochen gehabt. In Kanada habe ich bereits angefangen, alle meine Stunden immer aufzuschreiben. Also ich habe einen kleinen Kalender, wo ich meine Stunden eintrage, einfach nur aus der Sicherheit, damit ich weiß, wenn was ist, hey, an dem Tag habe ich so und so viel gearbeitet, an dem Tag habe ich so und so viel gemacht. Und in Kanada hatte ich damals in so einer kleinen Werkstatt gearbeitet und die hatten dann mich an einem kompletten Tag rausgestrichen, weg. Damals, weil ich weisen konnte, hey, Moment mal, ich habe sie aufgeschrieben, das war das Ding, konnte ich natürlich die überzeugen, die konnten das nicht mit mir machen. Was bei solchen Situationen immer so ein bisschen im Raum drin stehen bleibt, ist, passiert sowas aus Versehen, was natürlich passieren kann, ich möchte hier niemanden quasi in eine Richtung drängen, oder passiert sowas, um es darstellen zu lassen, als wäre es aus Versehen, weil man ja eigentlich gerade schlechte Zahlen macht. Und jetzt hier zum Beispiel bei der Firma, wo ich gerade arbeite, ist es eigentlich offensichtlich, dass die so schlechte Zahlen machen, weil sich der Fehler eben nicht nur bei einer Person einmal durchgezogen hat, sondern dieser Fehler hat sich jede Woche bei irgendeinem durchgeschlichen. Selbst bei meinem Payslips war es 3-4 Mal, dass irgendwas mit meinen Stunden nicht gepasst hat. Neben den Stunden, die du aufschreibst, versuch auch deinen Einkommensbeleg, also den Payslip, nachzurechnen. Versuch den zu verstehen. Es ist ganz wichtig, dass du das Wissen hast, was da abgeht. Ich weiß, es ist kompliziert teilweise und es wird auch oft mit Absicht so ein bisschen komplizierter dargestellt. Es ist aber, wenn du dich mal damit beschäftigt hast, man kann durch alles durchgehen und normalerweise muss dir die Finanzabteilung, wo auch immer du gerade arbeitest, auch helfen, wenn du etwas nicht verstehst. Und das ist wichtig für dich, damit du die Position einnehmen kannst, wenn du mal für dein Geld kämpfen musst. Wenn in einem Fall du das Geld nicht bekommst und auch durch Kämpfen es nicht bekommst, gibt es die Möglichkeit, dass du dich an verschiedene Organisationen wenden kannst. Zum Beispiel hier in Australien ist es gerade Fairworks. Fairworks ist ein Act, ein Government Gesetz, was definiert wurde, wie hier gezahlt werden muss und was passiert, wenn du eben nicht bezahlt wirst. Und da kann man eine Applikation einsenden und sich mit denen auseinandersetzen in solchen Fällen. Und die gehen dann da auch nach. Und dasselbe hast du auch in Kanada. Du hast also immer Anlaufstellen, wo du dich hinwenden kannst. Ich habe dann rausgefunden, dass nach dem Fairworks Award, den es hier gibt, ich eigentlich sogar mehr Geld bekommen müsste. Und habe dann direkt den Manager angesprochen darauf, wie es denn damit aussieht. Was er gemacht hat, er hat immer versucht, aus den Fragen aus dem Weg zu gehen und das auf jemand anderen zu verweisen. 2 Wochen später habe ich wieder nachgefragt, hat er wieder auf jemand anderen verweisen. Was aber die Taktik hier ist, die ich sehen kann, ist dieses nach hinten drücken und jetzt, wo der richtige Manager wieder zurück ist, bin ich natürlich nicht mehr im Charge des Foodtrucks und werde dafür nicht mehr gebraucht. Was hätte ich anders machen können? Ich hätte, bevor ich zugestimmt habe, den Truck mit zu übernehmen, schon mal darüber sprechen können. Im Nachhinein ist es schwierig. Ich werde mich die Tage auch nochmal beschäftigen mit Fairworks, ob es eine Möglichkeit gibt, es trotzdem einzufeilen, ob ich das bekomme oder nicht. Das Wichtigste ist, dich zu informieren, dass du ein bisschen mehr Bewusstsein dafür bekommst, was abgehen kann. Das heißt nicht, dass alle Firmen so sind. Die meisten Firmen, die ich gearbeitet habe in meiner Working-Holiday-Zeit, sind wirklich auch gute Firmen. So, kommen wir zum letzten Punkt. Warum wurde ich heute fristlos gekündigt? An einem Event, wo wir zurück nach Hause gefahren sind, waren wir noch zu dritt im Foodtruck. Wir hatten es lustig, wir hatten Musik dabei. Ich war noch am Arbeiten, weil ich den Foodtruck gefahren bin. Und als wir alles sauber gemacht haben, den Foodtruck abgestellt haben, ist was passiert, wo ich in dem Moment nicht als etwas Negatives gesehen hatte. Wir waren 2 Kerle und ein Mädel in der Mitte im Foodtruck gesessen. Als wir angekommen sind, beugt sie sich auf einmal über mein Knie, um ihren Backpack zu greifen. Und in dem Moment habe ich nur so gefragt, so, What are you doing right now? Was machst du gerade? Als wir zu zweit in der Tram nach Hause gefahren sind, hat sie mich direkt darauf angesprochen und mir gesagt, dass, hey Daniel, das Verhalten, was du gerade da gemacht hast, was du da gesagt hast, fand ich nicht berechtigt. Du hast mich nicht respektiert als Frau, vor allem bei mir, weil sie kommt aus Argentinien, vor allem bei mir aus meinem Heimatland ist das gerade ein ganz, ganz großes Thema, was das Thema Respekt für Frauen angeht und deswegen fühle ich mich verletzt und möchte, dass du dich entschuldigst. Und ich habe mir das angehört und weil ich ein ganz starker Verfechter von Gleichberechtigung bin und auch wirklich durchs Leben gehe, ich möchte nicht in irgendeine der Kategorien rassistisch gesteckt werden, ich respektiere die Menschen um mich herum. Aus einem ganz einfachen Prinzip. Wenn ich mein Verhalten, so wie ich in den Wald hinein schreie, so kommt es zurück. Wenn ich andere Menschen respektiere, dann bekomme ich das zurück. Und da bin ich ganz, ganz groß dahinter. Und das versuche ich auch auf meinem Kanal, auf meinen Reisen weiterzugeben. Ich gebe hier freien Content, versuche Menschen zu helfen, um eine bessere Welt aufzubauen, damit Menschen zurückgeben. In dem Moment
habe ich mich verletzt gefühlt, weil sie mich quasi beschuldigt hat, dass ich sie nicht respektiert habe. Hab ihr dann erzählt, dass, Moment mal, ich habe doch überhaupt nichts Sexuelles anspielungsmäßig gesagt. Ich habe doch nur gefragt, was machst du da? Und sie hat das natürlich aus einem komplett anderen Blickwinkel gesehen und ich natürlich auch. Und in der Nacht haben wir keine Einigung gefunden. Wenn ich etwas gelernt habe durchs Reisen, ist, das Leben ist niemals einseitig. Es gibt immer verschiedene Perspektiven, die man einnehmen kann, um etwas zu verstehen. Und am nächsten Morgen, wo ich natürlich dann ausgeschlafen war, meinen Kaffee getrunken habe, habe ich mir überlegt, habe ich was falsch gemacht? Habe ich sie verletzt und quasi etwas getan, was wirklich nicht hätte passieren sollen? Und habe mir dann eben versucht, mich in ihre Schuhe zu versetzen. Und habe mir dann so überlegt, okay, wenn das wirklich so ein Riesending ist in Argentinien, dass so ein Kommentar, der meiner Meinung nach natürlich überhaupt nichts damit zu tun hatte, aber sie verletzt hat, dann kann ich mich reinversetzen, warum sie sich verletzt gefühlt hat. Und ich wollte nicht, dass wir in Zukunft weiter Probleme haben, also habe ich ihr geschrieben und habe ihr auch genau das gesagt. Ich habe ihr gesagt, dass ich es mit allergrößtem Respekt sehr, sehr bewundere und brave, also quasi mutig von ihr fand, dass sie sich überhaupt darum gekümmert hat, mich anzusprechen. Weil ich denke, es gibt viel zu wenig Menschen, die über das, was ihnen schwerfällt, sprechen. Und das mache ich im Prinzip jetzt auch. Ich spreche über etwas, was mir unangenehm ist, aber ich spreche darüber, weil ich zeigen möchte, es hat Sinn, über Sachen zu sprechen, die einen belasten. Zweitens habe ich ihr geschrieben, dass ich sie niemals ohne Respekt behandeln wollte. Und das war nie meine Intention mit meinem Verhalten. Im Gegenteil, ich respektiere sie als Mensch und auch als Frau. Und wir hatten schon viele coole Zeiten zusammen und ich habe gerne mit ihr zusammengearbeitet. Trotzdem habe ich ihr gesagt, dass ich mich entschuldige dafür, wie sie sich gefühlt hat, denn das war nicht meine Absicht. Daraufhin habe ich eine Nachricht von ihr bekommen, dass sie gar nichts persönlich gegen mich hatte, sie halt diesen Kommentar nicht angebracht fand. Und dann aber, dass alles in Ordnung zwischen uns ist und das okay ist. Das war mein letzter Stand, wo ich mit ihr geschrieben hatte, über dieses Thema. Das ist 2 Wochen her gewesen. Sie hat über den Zwischenfall vor meinem Chef gesprochen und er hat ihr geraten, dass wir deswegen einen Report im oberen Management einreichen müssen. Mein Supervisor, also mein Chef, kam niemals wirklich direkt zu mir. So, was jetzt passiert ist, Anfang der Woche, diese Woche habe ich keine Stunden mehr bekommen. Ganz plötzlich, an einem Sonntag, habe ich erfahren, dass alle meine Stunden gestrichen wurden und ich habe nicht erfahren, aus welchem Grund ich keine Stunden mehr diese Woche bekommen habe. Ich habe dann am Anfang der Woche eine E-Mail bekommen von meinem oberen Boss. Der wollte mit mir ein Consulting-Meeting machen und mit mir über etwas sprechen. Und ich hatte keine Ahnung, um was es ging. Trotzdem, das ist so mein inneres Gespür gewesen. Ich habe mir schon gedacht, irgendwas passt nicht. Aber aufgrund des Anfangs, was ich dir gerade so erzählt habe, die bauen Stellen ab. Und ich habe dann zum Beispiel auch meinem Arbeitskollegen erzählt, der damals mit anwesend war, hey, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe so das Gefühl, dass ich auf eine Kündigung hinlaufe. Er wollte das nicht glauben, er hat gemeint, nee, da wird nichts sein, das wird alles in Ordnung sein. Heute in dem Gespräch wurde mir gesagt, dass sie erzählt hat, dass ich sie sexuell belästigt habe, also nicht nur das gesagt hätte mit dem, was machst du da, und dass ich ihr Kopf genommen hätte und in meinen Schoß reingedrückt habe. Und da bin ich erstmal platt gewesen. Und zwar platt aus 2 Gründen. Ich weiß von meinem Arbeitskollegen, weil wir reden, dass er vom Management, bevor ich das Meeting hatte, angeschrieben wurde und gefragt wurde, was in der Nacht passiert ist. Und er hat das gleiche erzählt, was ich dir heute erzählt habe. Und da war für mich eigentlich klar, als ich in das Meeting rein bin, da wird eigentlich gar kein Hand und Fuß geben. Ich war natürlich auch von meinem Kopf her belastet die letzten 3 Tage und habe mich damit beschäftigt. Deswegen bin ich zu Fairworks gegangen. Ich habe ein Consulting mit Fairworks gehabt. Generell über die ganze Geldgeschichte, auch mit was passiert in der Terminierung und so weiter. Bin durch meinen Vertrag durch, habe mich also richtig vorbereitet, weil ich wusste, um was es gehen wird. Und was ich jetzt gemacht habe heute, ich habe die Situation genutzt, meine Geschichte komplett zu erzählen. Habe sogar die Nachrichten ausgedruckt und denen mitgegeben, dass das zwar mein letzter Standpunkt, wo ich mit ihr geschrieben hatte. Und habe dann auch noch erzählt, was die letzten Wochen in dieser Firma abgegangen ist. Das war ganz interessant, weil es ja auch das allererste Mal gewesen, dass ich so ein Gespräch hatte. Mir hat man am Anfang gesagt, ich darf jemanden mitnehmen als Zeugen. Ich habe natürlich den Arbeitskollegen mitgenommen, der auch damals mit anwesend war, weil der am besten bezeugen kann, was da eigentlich passiert ist. Außerdem wurde mir gesagt, wenn zu jeder Zeit darf ich eine Unterbrechung machen in diesem Gespräch. So, und nachdem ich meine Geschichte erzählt hatte, wurde ich rausgebeten, habe dort dann ca. 5-6 Minuten gewartet und die haben dann eine Entscheidung für sich getroffen. Danach wurde ich reingebeten in den Raum und dann wurde direkt angesprochen, so, wir haben alle deine Geschichte angehört, wir bedanken uns dafür, dass du uns deine Sichtweise zugetragen hast. Trotzdem sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir dich nicht mehr hier in der Firma behalten werden. Da habe ich unterbrochen. Ich war im Schock, ich muss es auch ganz ehrlich zugeben, weil ich damit
überhaupt nicht gerechnet. Also ich hatte damit indirekt gerechnet, wegen der Geschichte, dass es denen nicht gut geht. Ich hatte aber nicht gedacht, dass sie aufgrund einer Geschichte, die noch nicht mal in sich geschlossen ist, diesen Zug, diesen Schachzug spielen werden. Da habe ich unterbrochen, bin wieder raus, zusammen mit meinem anderen Arbeitskollegen, habe damit drüber gesprochen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich war geschockt. Ich war zwar vorbereitet, hatte viele Sachen bei mir, aber ich war geschockt, weil ich einfach nicht wusste, wie ich reagieren soll. Und um die Geschichte jetzt abzuschließen, ich werde wahrscheinlich heute Abend dann meine E-Mail noch bekommen, wo dann offiziell die Nachricht dran ist, dass ich quasi aus der Firma jetzt entlassen wurde. Ich erzähle dir meine Sichtweise, warum das Ganze jetzt so passiert. Denn die Woche wurde ich natürlich nicht mehr bezahlt. Und jetzt dadurch, dass sie mich so entlassen, sparen sie sich 2 Wochen. Das Ganze hat überhaupt nichts mit dem Vorfall zu tun, den ich jetzt natürlich von meiner Seele geredet habe, weil es mir wichtig war. Es hat überhaupt nichts mit dem Vorfall zu tun, sondern es ist eine Möglichkeit, wie man schneller Geld einsparen kann. Und das war das ganze Verhalten der letzten Wochen. Und seit jetzt zum Beispiel eben der Manager vom Foodtruck zurückkam, habe ich sowieso schon viel, viel weniger Stunden bekommen gehabt, wo ich schon angefangen habe, mich auch parallel neu zu orientieren. Aktuell bin ich dabei, zum ersten Mal etwas zu tun in meinem Leben, was ich so noch nie gemacht habe. Ich versuche mich als Freelancer mit meinen Videos hier in Melbourne selbstständig zu machen oder zumindest ein paar Jobs an Land zu ziehen. Ich bin also auch gestern schon, nachdem ich mit Fairworks gesprochen habe, bin ich los, obwohl ich eigentlich innerlich quasi richtig, das kannst du vielleicht nachvollziehen, wenn du solche Situationen hast, wo du einfach nicht weißt, wie das Auskommen, das Resultat sein wird. Ich war natürlich völlig am Boden zerstört und es ist auch nicht so, dass ich da vielleicht auf Kamera komme, ich jetzt souverän rüber. Ich war fertig. Was ich aber in dem Moment mich entschieden habe zu tun, ist, mein eigenes Leben in meine Hand zu nehmen und mich nicht auf irgendwelche Entscheidungen von anderen quasi zu beruhen. Und ich bin losgegangen und habe einen Stapel von Resumes wieder ausgedruckt und bin los und habe mich beworben, habe gepitcht, Videoideen zu machen. Habe alle meine Filme, die ich bisher zusammen gemacht habe und schon mal für Firmen gemacht hatte, in ein Portfolio geklatscht und habe da jetzt Firmen approached. Und das möchte ich so ein bisschen jetzt als Abschluss dieser Geschichte auch nehmen. Ich möchte dich ermutigen, egal was dir in deinem Leben passiert, egal wie es in deiner Reise sein wird, das sind die Momente, die dich wachsen lassen werden. Das sind die Momente, an denen du groß wirst, wenn du dich dann dir selbst stellst und dann vorangehst und sagst, ich pack das, ich gehe da voran, ich werde mich nicht an andere abhängig machen. Und das werde ich jetzt auch machen und ich werde diesen Weg auch in den nächsten Wochen und Monaten dir zeigen. Ich werde natürlich nicht meinen Blog fallen lassen, ich werde nicht meine Videos fallen lassen, ich werde auch weiterhin für Kanada weiterschreiben, aber ich werde diesen Weg gehen und versuchen, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Denn, und das war die Eröffnung des Videos, wenn eine Tür zugeht, dann gehen weitere Türen für dich auf. Du musst nur deine Augen öffnen. Und das ist die Message, die ich dir heute mit diesem Video weitergeben möchte. Und eventuell bist du in einer Situation, wo das gerade auch auf dich zutrifft. Dann hey, teil mir deine Geschichte mit. Erzähl mir, wie du dich gerade fühlst, wie du da durchboxst, wie du in deinem Leben gerade vorankommst. Und ich möchte dich einfach bedanken, dass du diese Geschichte und alles jetzt hier bis zum Ende hier mitverfolgt hast. Es wird auch in den nächsten Wochen spannend bleiben und ich werde auch zum Thema Fairworks mich weiter reinknien, weil das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe. Ich mache Working Holiday, mein Kanal heißt Working Holiday und ich möchte dir helfen in Situationen. Und was gibt es Besseres, als das an meinem eigenen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, an meinem eigenen Leib zu erfahren. Und es ist nicht einfach, die Situation. Und ich nehme die Kamera jetzt natürlich auch so ein bisschen, um das alles von meiner Seele zu reden. Like, subscribe, wir sehen uns im nächsten Video. Hau diese Glocke. Ich bin Daniel, mach's gut. Tschüssi.